Herzlich willkommen zum Vortrag EID Referendum und What's Next. Wie ihr sicher wisst, in einer Woche können wir über ein Gesetz, über die Einführung in einer EID in der Schweiz abstimmen. Dass es zu dieser Abstimmung kam, ist vor allem zwei Personen zu verdanken, und das sind die beiden Kampagnenleiter dieses EID-Referendums. Dies sind Daniel Graf und Erik Schönberger. Sie werden uns nun kurz erzählen, wie es dazu kam, dass wir abstimmen können. Und weil die Abstimmung ja schon vor der Tür steht, geben Sie auch schon einen Ausblick, wie es nach der Abstimmung weitergehen könnte. Ich freue mich, wünsche allen viel Spaß zum Zuhören und übergebe jetzt gerne das Wort an Daniel und Erik. Ja, vielen Dank für die Einführung. Wir sind nun bereits zum dritten Mal hintereinander mit dem Thema EID am Winterkongress. Wir haben uns heute folgende Themen vorgenommen. Wie gesagt, wir werden einen kurzen Review machen und dann ein Szenario aufzeichnen, wie es mit einer staatlichen EID weitergehen könnte. Und zum Schluss möchten wir gerne noch einen Blog zu Demokratie und Digitalisierung machen und dann aber auch noch viel Platz für eine Diskussion, eine hoffentlich angeregte Diskussion mit einigen Fragen aus dem Publikum machen. Und jetzt mit dem ersten Block legt gleich Daniel los. Ja, hallo zusammen, ich freue mich auch heute zum dritten Mal, wie Erik gut gerechnet hat, hier zu sein. Ich möchte euch im ersten Block einen kurzen Rückblick geben zur EID-Abstimmungskampagne. Das ist ein Projekt, das jetzt über 2,5 Jahre läuft und sehr punktuell ein paar Sachen rausgreifen, die für mich sehr wichtig sind und auch für das Resultat vermutlich eine große Rolle spielen. Zunächst, wo stehen wir jetzt? Viele von euch haben es mitbekommen. Die letzten Umfragen von letzter Woche, Mittwoch, verheißen gute Nachrichten. Wir sind nicht weit davon entfernt, einen sensationellen Abstimmungserfolg vielleicht einzuheimsen. Wie gesagt, es ist noch nicht vorbei und wir sind immer noch kräftig am Mobilisieren, aber es sieht gut aus für uns. Wir haben es geschafft, in den letzten Wochen immer mehr Leute davon zu überzeugen, dass die Privatisierung der EID keine gute Idee ist. Ihr seht bei den Umfragen bei SRF und Tamedia sind wir weit über der 50%-Marke gelandet. Wie gesagt, wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben sicher so etwas wie ein Momentum in der Kampagnensprache. Etwas ist ins Rutschen gekommen und diesmal zu unseren Gunsten. Ich möchte kurz ein bisschen zurückblicken, wo wir gestartet sind. Vielleicht erinnern sich einige von euch an 2017. Das war eigentlich der große Startpunkt der Befürworter. Die haben nämlich einen Digitaltag organisiert, eine riesige Monster-PR-Show im Hauptbahnhof Zürich. Und vorne war die Bühne und die große Show. Aber was eigentlich passiert ist, was Wichtiges passiert ist, das fand in einem Zug statt, nämlich im Zug von Bern nach Zürich, wo ihr auf dem Bild seht, die versammelten Schweizer Konzerne mit einer Bundesrätin, die sehr gut gelaunt eben nach Zürich fahren. Und die Message da von dieser Gruppe war, auch mit einer Medienkonferenz und anwesenden Journalisten, jetzt kommt etwas Großes, nämlich die Schweizer EID. Und zusammengefasst kann man eigentlich sagen, das Bild sagt eigentlich, um was es geht. Es ist ein Projekt von Konzernen, für Konzerne und eben nicht für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Die Privatisierung, hat Erik auch schon angetönt, bringt eben sehr viele schwierige Punkte mit sich. Und es war klar, dass wir dem etwas entgegenstellen müssen. Und was wir gemacht haben, als erstes war wirklich eine überparteiliche Bürgerinnenbewegung aufgebaut. Wir haben versucht, die parlamentarische Debatte noch zu beeinflussen. Wir sind da leider gescheitert. Wir waren ein bisschen zu spät, haben auch zu wenig Druck machen können und das Gesetz kam in der Form, wo wir klar sagen mussten, das ging über die rote Linie. Aber mit dieser Bürgerbewegung im Rücken und zusammen mit diesen Bürgerinnen und Bürgern ist es uns gelungen, in 100 Tagen dann wirklich 80.000 Unterschriften zu sammeln und damit die Abstimmung, die jetzt am 7. März stattfindet, möglich zu machen. Das war schon ein großer Erfolg. Ganz wichtig von Anfang an war es für uns auch, dass wir eigentlich den Kampf im Kopf eigentlich vielleicht schon vorentscheiden konnten während der Referendumsphase. Es ist uns nämlich gelungen,
frühzeitig das Framing zu setzen, dass es beim EID-Gesetz eben nicht um ein Login geht, wie die Befürworter gerne ausführen, sondern um einen digitalen Pass. Wir wissen alle, wir können heute noch nicht mit dem Ding reisen, aber es ist klar, dass zukünftige Lösungen auf dieser EID aufbauen werden. Und im Internet wäre es schon heute so, wir würden uns mit der EID ausweisen. Ein wichtiger Punkt war auch, dass wir dieses Framing weitergezogen haben. In den letzten Wochen haben wir also eine Hauptkampagnenaktivität mit den Aktivisten und Aktivistinnen, die uns unterstützt haben, auch alles finanziert haben, über 1 Million Pässe verteilen können. Das ist eine riesige Leistung für eine Bewegung, die eben aus ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern besteht und nicht aus sehr großen Organisationen. Und wir sind sicher, dass wir mit diesen Pässen auch viele Bürgerinnen und Bürger in den letzten Wochen überzeugen konnten. Dann neben der Bewegung, die wir aufbauen konnten, gibt es eine wachsende Allianz für ein Nein. Hier sind zwei wichtige Personen abgebildet. Ich möchte aber noch vorneweg sagen, dass die Grünen und die SP von uns von Anfang an unterstützt hat. Aber was dann eben wichtig war, und das ist auch ein Bild von der Medienkonferenz im November, als wir die Abstimmung gestartet haben, dass Jörg Mäder es gelungen ist, als Frischling im Nationalrat, er wurde erst gewählt, die GLP mit anderen zusammen zu überzeugen, dass eben die EID eine schlechte Idee ist, und die GLP hat ins Nein-Lager gewechselt. Das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil ohne die GLP, die uns sozusagen von der Mitte her unterstützt, wäre es sicher viel schwieriger gewesen im Abstimmungskampf. Dann ein zweiter wichtiger Schritt war, dass wir nicht ganz alleine waren, was eben die großen Organisationen betrifft. Wir hatten sogar eine sehr, sehr große Organisation im Rücken, nämlich hier an der Medienkonferenz mit dabei war Nuria Gorit. Nuria Gorit war oder ist die Regierungsratspräsidentin des Kantons Watt, und der Kanton Watt hat als gesamter Kanton entschieden, sich gegen dieses Gesetz zu stellen. Das war ein sehr wichtiger und zentraler Schritt, und Nuria Gorit hat sich an diese Spitze dieses kantonalen Widerstands gesetzt. Und wenn wir die Umfragewerte in der Romandie anschauen, dann ist es klar, dass das für die Abstimmungskampagne für uns, für ein klares Nein in der Romandie, sehr wichtig war. Ein vielleicht entscheidender Punkt in der Abstimmung war eine Niederlage. Wir haben nämlich Ende Januar mit 65% Ja zur EID an der SVP-Delegiertenversammlung, die online stattgefunden hat, verloren. Aber diese Niederlage war eigentlich ein großer Sieg, weil ursprünglich wollte die Parteileitung die EID-Abstimmungsparole im Hinterzimmer treffen, am Abend vorher in der Parteileitung. Und auf Druck der Basis und engagierten Aktivisten wie jetzt Daniel Leupi, der dann auch an der Delegiertenversammlung selbst aufgetreten ist und für ein Nein geworben hat, wegen dem zusätzlichen wachsenden Druck wurde das innerhalb so über Nacht mehr oder weniger traktandiert, und es gab eine offene Debatte an der SVP-Delegiertenversammlung, und wir haben immerhin 35% Nein-Stimmen geholt gegen das EID-Gesetz. Warum war das wichtig? Weil bis zu diesem Zeitpunkt war in der Öffentlichkeit sehr schwach zu spüren, dass das Abstimmungskomitee, das Bürgerinnenkomitee eben sehr breit aufgestellt war von Anfang an, also schon während der Referendumsphase. Und wir haben durch das wirklich von beiden Seiten angreifen können. Wenn es bei Parteien manchmal ist, also SVP und Grüne und Linke, die zusammen paktieren, nennt man das oft unheilige Allianz. Ich glaube, wir haben eine Power-Allianz umgekehrt gemacht von unten, nämlich mit sehr vielen engagierten Menschen, die gemeinsam jetzt über Monate sich stark gemacht haben, dieses EID-Referendum zu bekämpfen. Dann, was auch wichtig war in unserer Kampagne, war die Medienarbeit. Es ist uns gelungen, trotz dem, dass die Corona-Pandemie natürlich die Schlagzeilen beherrschte, verschiedene Medienartikel zu lancieren, die zum Thema gemacht haben und eben auch neue Themen eingebracht haben. Einer der wichtigsten Artikel war vermutlich eine Recherche der Aargauer Zeitung, die auch vorbereitet wurde durch Erik, der noch verschiedene
BGÖ-Anfragen gemacht hat und sehr viel wichtiges Material zutage gebracht hat. Dieser Artikel zeigt eben auf, dass es nicht so ist, was die Befürworter immer sagen, dass ein Nein zur EID eben auch bedeutet, dass es dann überhaupt keine Alternativen mehr gibt, dass wir über Jahrzehnte fast wieder auf eine EID warten müssen. Und diese Diskussion eben über Alternativen haben wir auch jetzt während der Kampagne schon anziehen können. Und Erik wird euch jetzt im Folgenden eine Perspektive geben, über Szenarien reden, wie eben die EID bei einem Nein aussehen könnte. Und noch eine kleine Anmerkung, wenn ihr Fragen habt oder Bemerkungen zu unseren Teilen, bitte nutzt doch den Chat dafür. Der Moderator wird eure Fragen dann zusammenfassen und uns in der Diskussionsrunde weitergeben. Vielen Dank. Bitte, Erik. Ja, merci, Daniel. Bevor wir über die Perspektive sprechen, vielleicht noch kurz, wie es eben nicht geht oder was unsere Kritik war an den Gesetzen oder am EID-Gesetz. Wir hatten ja immer zwei Hauptkritikpunkte. Der erste Punkt, wer die EID herausgibt, ob das eben der Staat ist oder ob das private Akteure sein sollen, Konzerne zum Beispiel. Und der zweite Punkt ist die Architektur, ob wir eben eine Architektur wählen für die EID, die Privacy by Design berücksichtigt. Und die Ausweisdaten dabei dezentral bei den Nutzerinnen und Nutzer gespeichert sind und eben nicht bei zentralen IDPs. Und zusätzlich, dass auch keine Bewegungsdaten anfallen, dass sie so weit wie möglich vermieden werden und ansonsten unmittelbar nach der Verwendung gelöscht werden. Wie könnte nun so eine Lösung aussehen? Wir haben es auch bereits vorhin gehört, das war die Recherche von CH Media, die das auch schön aufgezeigt hat, dass der Pass- und der Ausländerausweis ja bereits heute mit Chip ausgestattet sind. Bis in 2 Jahren soll auch die Identitätskarte erneuert werden. Das Projekt wurde bereits gestartet. Und wenn man jetzt eine, ich nenne sie mal Smart ID, machen würde, dann hätte das ein paar entscheidende Vorteile. Also zum Beispiel würde keine solche neue zentrale Datenbank beim FEDPOL gebraucht, wie sie jetzt im aktuellen EID-Gesetz vorgesehen ist. Es wären keine IDPs bei der Ausstellung der EID nötig. Es wären auch keine IDPs nötig bei den Login-Vorgängen, sondern man könnte die Merkmale ja direkt von der Karte an den Dienst senden. Und es würde auch keine biometrischen Daten als zweiten Faktor verwenden, was die EID, also das aktuelle Gesetz, ja in der höchsten Sicherheitsstufe vorsieht. Was dazu noch kommt, alle Daten und auch die Prozesse zur Herstellung einer solchen EID wären bereits vorhanden. Was allerdings wichtig ist, wenn man eine solche Lösung umsetzen würde, ist, dass die Wahlfreiheit weiterhin bestehen bleibt. Also, dass man wählen kann, ob man eine Identitätskarte mit Chip haben möchte und ob dieser Chip dann mit der Funktion von der EID und oder mit den biometrischen Daten gespeichert sind, wie das heute auf dem Pass ist. Also diese Wahlfreiheit, die wäre unbedingt wichtig beizubehalten. Was man dann machen könnte, diese EID könnte dann von einer App per NFC, also Near Field Communication, über eine Funkschnittstelle angesprochen und eingesetzt werden. Dabei wäre auch denkbar, dass das Handy auch gleich als Smart Card Leser für einen Computer denkbar wäre, also dass man da auch da ein Lesegerät eigentlich sich sparen kann und über das Handy entsprechend die Daten in den Einsatz bringen könnte, also den Ausweis verwenden könnte.
Geht sogar noch einen Schritt weiter. Die Ausweisdaten könnten zudem auch ausgelesen und auf einem Sicherheitschip direkt auf dem Smartphone gespeichert werden. Stichworte sind hier Secure Element, eSIM oder Trusted Execution Environment, das Möglichkeiten bieten, um solche Ausweisdaten oder Keys sicher zu speichern, damit sie dann von da aus zum Einsatz gebracht werden könnte. Und das wären dann sicherlich Lösungen, die einen, wo dann so eingesetzt werden könnte. Die Lösung wäre dann ähnlich oder mindestens so sicher wie diese im Kanton Schaffhausen, welche ja ebenfalls Smartphone-basiert ist. Und durch die Herausgabe auf der Identitätskarte wäre auch gleich zum Beispiel ein Backup gelöst. Und auch wenn man das Handy wechselt, könnte direkt von der Identitätskarte die Ausweisdaten wieder auf das neue Handy geladen werden und man könnte sie so dann wieder einsetzen. Was es dann noch an Forderungen geben werden, eigentlich ein paar Selbstverständlichkeiten, die es dann aber doch oft nicht sind. Also eine solche Lösung sollte auf Open Source Software basieren, damit man es auch überprüfen und nachbauen kann. Und es sollten offene Standards und offene Schnittstellen zum Einsatz kommen. Und was es noch zu sagen gibt, dass es jetzt nicht komplett neue Ideen sind, sondern dass es solche Umsetzungen bereits gibt. Es gibt Beispiele zum Beispiel in Estland, Belgien oder speziell auch Deutschland zu erwähnen, wo man, wenn wir dann eine solche Lösung umsetzen möchten, sich das anschauen kann, Gutes übernehmen und Schlechtes auch weglassen kann. Wie sieht es für eine solche Lösung mit den rechtlichen Grundlagen aus? Dieser Abschnitt, dieser Artikel 2 Inhalt oder dieser 2 Quarter vom Artikel 2 des Ausweisgesetzes wurde mit der Einführung des biometrischen Passes 2010 bereits in das Ausweisgesetz mit aufgenommen. Damals gab es noch keinen Chip auf dem Ausländerausweis, also das heißt, das Gesetz hätte man noch nicht so komplett übernehmen können. Mittlerweile hat sich das ja aber geändert und die rechtlichen Grundlagen, könnte man sagen, wären also weitgehend vorhanden, um bereits ohne neues EID-Gesetz eine solche Identitätskarte mit Chip und EID-Funktion zu schaffen. Sicherlich besser wäre es jedoch, eine eigene spezifische rechtliche Grundlage mit einem neuen EID-Gesetz zu schaffen. Es gab bereits einen sehr schlanken Vorentwurf 2014 mit einer ziemlich guten Zielsetzung, dieser, was wir hier auf der Präsentation sehen. Und was wir nun aktuell machen und was in der Entstehung ist, das sind 2 Motionen. Eine Motion nimmt unsere Hauptkritikpunkte auf und formuliert einen Antrag an den Bundesrat, eine staatliche EID mit dezentraler Datenhaltung zu schaffen. Eine zweite Motion ist etwas konkreter und fordert eine elektronische Identität, die auf der bestehenden Identitätskarte basiert. Also das, was wir jetzt gerade vorhin uns angeschaut haben. Nun ist die Abstimmung ja am kommenden Wochenende und ab der kommenden Woche ist ja auch Frühlingssession und die beiden Motionen könnten entsprechend unmittelbar nach der Abstimmung sowohl im National- als auch im Ständerat eingebracht werden und wir könnten relativ schnell dann einschwenken auf eine elektronische Identität, die vom Staat herausgegeben wird und eben eine dezentrale Datenhaltung hat und allenfalls auf dem Ausweisgesetz basiert oder mindestens auf der Identitätskarte, die wir schon haben. Soweit mal zu diesem Block und jetzt würde Daniel nochmals übernehmen. Jetzt hört ihr mich. Vielen Dank, Erik. Das war jetzt das Szenario betreffend EID-Gesetz, das ja auch
ein Projekt sein wird, auch bei einem Nein, das jetzt uns über Monate und vielleicht auch Jahre beschäftigen wird. Ich möchte aber trotzdem noch einen größeren Ausblick wagen, weil für mich der Hauptgrund, mich mit dem EID-Gesetz zu beschäftigen, war auch die Perspektiven für direkte Demokratie. Und ein wichtiges Thema, über das wir hoffentlich jetzt auch wieder mehr sprechen nach diesem Referendum, ist das Thema E-Collecting. Das wird auch in einem anderen Talk am Winterkongress behandelt, weil ich glaube, mit einer EID werden wir auch einen Riesenschritt Richtung Digitalisierung der direkten Demokratie, der Digitalisierung der Volksrechte machen können. Einige von euch wissen, dass der Bundesrat vor über 10 Jahren damals entschieden hat, E-Voting vorzuziehen und jetzt über Jahre E-Collecting auf der Seite gelassen hat und wirklich gar nichts gemacht hat. E-Collecting heißt ja, dass man Unterschriften für Initiativen und Referenden digital sammeln kann. Und da ist natürlich auch die Frage, wie man sich dann sozusagen erkenntlich macht, damit es auch überprüft werden kann, wer solche Initiativen und Referenden unterzeichnet. Und E-Collecting ist jetzt doch jetzt langsam etwas in Gang gekommen. Ihr seht die Karte, es gibt bereits erste Kantone, die wichtige Schritte gemacht haben auf rechtlicher Ebene. Andere Kantone sind noch in Diskussion. Und das Ziel wird sicher sein, in den nächsten Monaten mehr Druck zu machen, dass es auch auf nationaler Ebene eine Diskussion über E-Collecting gibt. Ich persönlich erwarte mir den größten Impuls für die Demokratie, auch für die Digitalisierung der Demokratie über E-Collecting, weil es halt möglich macht, gerade für Bürgerinnenorganisationen, kleinere Netzwerke, Initiativen und Referenden anzugehen, weil in den letzten Jahren der Aufwand, Unterschriften zu sammeln, auch die Kosten stark zugenommen hat und das würde mit E-Collecting ein bisschen umgedreht und es würde einfacher für Initiativen und Referenden Unterschriften zu sammeln und ich erwarte mir einen großen Impuls für direkte Demokratie davon. Ein noch größerer Punkt ist, wenn wir eigentlich in eine eher Offensivlogik gehen, weil das Referendum, das wir jetzt geführt haben, war ja ein Versuch, etwas zu stoppen, etwas zu bremsen. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass ein Grund, warum dieses Gesetz so sang- und klanglos durchs Parlament lief, ohne dass es groß Widerstand gibt, ist, dass es auch eine sehr schwache politische Debatte über die Digitalisierung der Demokratie gibt. Und es gibt auch neben der digitalen Gesellschaft fast keine Akteure, die sich sehr engagiert und seit Jahren für dieses Thema einsetzen. Und darum stellt sich die Frage, ob es nicht nötig ist, ein größeres Projekt anzugehen. Und ich nenne das mal als Arbeitstitel, es ist eine Volksinitiative für einen Demokratieartikel. Was ist die Idee davon? Mit einer solchen Volksinitiative möchten wir eine für uns gesehen zentrale Lücke füllen, nämlich dass bisher die Weiterentwicklung der direkten Demokratie eben kein politisches Thema ist, weil es auch nirgendwo verankert ist, dass die Behörden auch oder auch das Parlament Mitverantwortung trägt, regelmäßig für ein Update der direkten Demokratie zu sorgen. Und dies auch eben in einer technologischen Perspektive, dass die neuen Technologien eben eingesetzt werden, um die direkte Demokratie partizipativer zu gestalten, inklusiver zu gestalten. Und mit einem solchen Artikel, der jetzt eigentlich in einem Satz besteht, nämlich Bund und Kantone fördern die Demokratie und entwickeln sie weiter, dass wir glauben, dass mit einem solchen Verfassungsartikel wir diese Grundidee in der Verfassung verankern können, dass unsere Demokratie eben nicht fertig gebaut ist, sondern stetig erneuert und verbessert werden kann. Und eben auch, wenn im Hinblick darauf, was wir jetzt mit der EID-Kampagne machen, nämlich was ist die Ausrichtung dieser Digitalisierung und Demokratie, dass wir dort auch klar sagen können, dass die Weiterentwicklung der digitalen Demokratie eben den Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen Rechnung tragen soll und nicht, ich sage jetzt mal vereinfacht, den Konzernen, die halt schon immer oft bei der Digitalisierung einen Schritt voraus sind. Das wäre ein großes Projekt. Wie gesagt, das ist dann nach dem Abstimmungssonntag dann wieder ein Thema. Ich denke, wir wollen jetzt diese Abstimmung auch gewinnen und ich
erlaube mir jetzt noch zum Schluss, bevor wir in die Diskussionsrunde gehen, noch einen kleinen Aufruf. Falls ihr noch nicht abgestimmt habt oder Leute kennt, die möglicherweise noch ein Abstimmungskuvert zu Hause haben, bittet sie doch heute möglichst dieses Kuvert auszufüllen und möglichst schnell auf die Post zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank für den Aufruf und ich kann dir versichern, Dani, ich habe mein Kuvert nicht mehr zu Hause, ich habe es bereits abgeschickt. Bleiben wir vielleicht noch kurz beim Thema EID-Referendum und wie es weitergeht. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen die Politik-Basics oder eben nicht mehr ganz Basics besprechen. Es gibt hier einige Fragen zur Motion, die ihr jetzt schon angedacht habt im Fall eines Neins. Vielleicht könnt ihr noch generell sagen, was eine Motion bedeutet. Braucht es für das eine Mehrheit oder reichen einzelne Parlamentarier? Hier wird dann zum Beispiel auch gefragt, ob man schon weiß, wer dies sein könnte, vor allem im Ständerat. Und natürlich ist dann auch die Frage, wenn man diese Motion jetzt einreicht und es ein nicht ideales Abstimmungsergebnis für uns gibt, würde man die Motion zurückziehen. Und ich nehme an, man würde sie sowieso erst nachher einreichen. Könnt ihr vielleicht dazu noch was sagen? Ja. Ja, also die Motionen würden nur eingereicht werden, wenn das Gesetz jetzt abgelehnt würde oder wird am nächsten Wochenende. Wir arbeiten aktuell mit Min Limati, Gerhard Andrei und Jörg Mäder an den Motionen. Wer im Ständerat dazu stoßen könnte, das ist noch nicht ganz klar. Da werden ein paar Ideen und Kontakte gewälzt. Und es braucht für die Motion die Zustimmung der Mehrheiten in beiden Parlamentskammern, damit der Bundesrat damit beauftragt werden kann. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass diese Mehrheiten eigentlich gut beschafft werden können müssten, da wir die meisten, also eigentlich ja auch, also die Befürworter wie auch die Gegner dieses Gesetzes ja eigentlich eine EID haben möchten. Also sehe ich da sehr große Chancen und insbesondere die erste Variante der Motion, die eher offen formuliert ist, also wo man nicht jetzt auf das Ausweisgesetz oder auf ein ganz spezifisches EID-Gesetz und die Identitätskarte abzielt, dass die auch nochmals von mehr Parlamentarierinnen und Parlamentarier mitgetragen werden kann, eben weil sie offener formuliert ist. Und von daher müsste es eigentlich gut möglich sein, Mehrheiten zu beschaffen. Es gibt auch noch den Punkt, dass Wahlen stattgefunden haben und das EID-Gesetz wurde noch vom alten Parlament verabschiedet und ich denke, dass wir dort, also in großer Teilung, dass wir dort auch auf Parlamentarier zählen können, die bisher jetzt sich auch zurückgehalten haben in der Abstimmungsdebatte, aber durchaus auch eher kritisch sind. Dann muss man auch sehen, dass jetzt die Volksabstimmung und auch die Umfragen zeigen, dass jetzt zum Beispiel auch auf bürgerlicher Seite, namentlich bei der SVP, möglicherweise eine deutliche Mehrheit das Gesetz ablehnt. Auch wegen dem denke ich, dass verschiedene Politikerinnen und Politiker nochmal überprüfen, ob jetzt nicht Zeit ist, eben diese staatliche ID anzugehen, nachdem das einen Richtungsentscheid an der Urne gegeben hat. Dann vielleicht anschließend kam die Frage auf, was wäre dann genau die Aufgabe des Staates bei einer staatlichen EID? Wäre dies die Herstellung des Chips oder der App oder würde das nicht auch wieder an private Firmen ausgelagert? Oder wie seht ihr das? Ja, also das wird auf jeden Fall ausgelagert und ausgeschrieben werden, genauso wie das jetzt auf dem Pass auch ist. Aber es ist halt ganz entscheidend, wer schlussendlich dieses Ausweisdokument herausgibt, wer dafür bürgt, wer fürs Vertrauen sorgt, wer auch dafür haftet, wenn etwas schief gehen sollte. Und es ist halt wie die zentrale Frage, ob man einen Markt schafft für eine EID und verschiedene haben möchten oder ob es eben einen auch digitalen Ausweis entsprechend gibt.
Aber natürlich, also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt dann eine Schweizer Smart Card entwickeln müssten, sondern natürlich, und das sprechen wir auch an, das sollte auch möglichst auf offenen Standards und Schnittstellen funktionieren und dann keine rein schweizerische Bundes-Smart-ID sein. Und vielleicht noch zum Abschluss die letzte AID-bezogene Frage. Hier ist die Frage, würde man diese kartenbasierte AID oder wie ihr euch das jetzt vorstellt, auch aus Login nutzen können oder wäre dies wirklich eine oder nur eine Identifikation, quasi wie ein Ausweis? Also aus meiner Überlegung sollte man sie durchaus auch als Login in dem Sinn verwenden können, aber es sollte eben tatsächlich ein Login dann sein, wenn auch tatsächlich ein Ausweis nötig ist. Das haben wir auch jetzt in der Abstimmungskampagne auch immer wieder betont, dass sie ja vor allem dazu verwendet werden soll, um E-Government voranzubringen und dass man es dann bei privatwirtschaftlichen Geschäften dann zum Einsatz bringen kann, wenn es wenn es eine Ausweispflicht gibt, eben beim Abschließen von einem Handyabonnement oder einem Bankkonto, aber eben nicht, wenn ich einen Zeitungsartikel lesen möchte. Gut, dann breche ich das hier jetzt für den Moment einmal ab, weil in einer Viertelstunde geht es hier auf diesem Kanal weiter mit dem Vortrag von freier Software zu nachhaltiger Software und wieder zurück. Wir möchten ja, dass dieser auch pünktlich starten kann. Es gibt aber mehr Fragen und ich glaube, ihr habt auch noch mehr zu sagen und zu beantworten. Das ist ja ein heißes Thema. Ich bitte alle, die noch Fragen haben, inklusive natürlich auch euch beiden, Daniel und Erik, noch in die Winter Congress World zu gehen und euch da im Glassroom wieder zu treffen. Da ist dann unmoderiert, aber und offen eine weitere Diskussion möglich. Vielen Dank an fürs Zuhören. Euch nochmals vielen Dank für den Vortrag und viel Spaß bei der weiteren Diskussion in der World.